Man kann sich in dem Sinne eigentlich gar nicht organisieren. Das ist ja schon ein viel zu großes und festes Wort, sondern es ging eigentlich immer nur über persönliche Vertrauensverhältnisse zu einzelnen Menschen. Heute wird immer sehr viel gesprochen von verschiedenen Kreisen. Man gewinnt den Eindruck, dass es da feste Kreise, Organisationen gegeben hätte. Das ist in dem Sinne alles damals gar nicht möglich gewesen, sondern es basierte auf persönlicher Kenntnis und auf persönlichem Vertrauen. Denn ein falsch eingesetztes Vertrauen hätte den Kopf nicht nur den eigenen, sondern auch von den anderen gekostet. Da wir gerade bei Kreisen sind, ich möchte Ihnen die Frage stellen, ob man sagen kann, dass manche Dinge auch im Vorfeld zerredet wurden, wenn es beispielsweise darum geht, jetzt einen Tyrann umzubringen oder nicht oder festzusetzen. Hat das in irgendeiner Form innerhalb des Gesamtwiderstandes, sage ich mal, die Sache aufgehalten? Also der Gesamtwiderstand war natürlich sehr unterschiedlich strukturiert. Also da gab es diejenigen, die an der Macht teilhatten, das waren im Wesentlichen die Soldaten, und die für einen Umsturz in Frage kamen. Nur die konnten ja einen Unrechtsstaat, der seine Gewaltmittel einsetzte, beseitigen. Dann gab es sehr viele, die gegen diesen Staat eingestellt waren, sich Gedanken machten, wie es weitergehen sollten, Pläne schmiedeten, wie die politische Zukunft zu gestalten sei. Und das war natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, welche politischen Vorstellungen die Einzelnen hatten. Aber das waren Leute, die es im Allgemeinen an der aktiven Planung des Umsturzes selber nicht direkt beteiligt waren, so will ich einmal sagen.